sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz Spiel 6 der Kassel Huskies gegen die Ravensburg Tower Stars. Endstand 4:1 vor 4.807 Zuschauern. Die Huskies gewinnen damit die Serie und ziehen ins Finale ein. Zu Gast Danny Noh, wieder Trainer der Ravensburg Tower Stars, und natürlich Rico Rossi, Trainer der Kassel Huskies. Danny, es war eine unglaublich verbissene Serie. Wir hatten zwar immer wieder Kantersiege dabei, aber man hat nie eigentlich gespürt, dass das eigentlich irgendeines der beiden Mannschaften tangiert hat. Was waren jetzt die Unterschiede in dieser Serie? Ja, erstmal Rico, nochmal gratuliere für den Sieg. Die Huskies haben hart gearbeitet und der Einzug im Finale ist super für Kassel. Für heutiges Spiel, ich glaube, es war unser bestes Auswärtsspiel dieser Serie. Wenn wir das 2-0 geschossen hätten, wäre vielleicht anders gewesen. Aber von dort, ich glaube, wir haben das Momentum ein bisschen verloren. Kassel ist nur im Spiel gekommen und die richtige Zeit, die Tor geschossen, wieder hier in Kassel. Und die letzten 10 Minuten war sehr schwierig. Wir haben sehr, sehr gut verteidigt. Keller sehr, sehr gut gehalten. Wir haben einen Versuch, es ging nicht. Ich glaube, die erste Spiel daheim, dass wir so gut gespielt haben und verloren, es hat wehgetan. Und Kassel hat mit viel Selbstvertrauen gespielt. Und die haben die Heimvorteil gewonnen beim ersten Spiel und einfach behalten. Also ich kann Rico nochmal gratulieren und ich sage einfach viel Spaß im Finale. Und danke, Danny. Danny, vielleicht auch noch eine Frage. Natürlich die Stimmung geknickt in der Kabine. Was hast du den Jungs da eben gerade dann noch gesagt nach dem Spiel? Weiß man, was man da sagen muss, oder ist man da auch als Trainer vor einer sehr schwierigen Aufgabe? Ja, ich habe einfach die Hände geschüttelt und ich bin halt so, ich rede fast nie nach dem Spiel. Wir werden uns nochmal treffen. Normal warte ich immer einen Tag, bevor ich mit den Spielern rede. Und wir treffen uns nochmal und dann können wir nach ein paar Tagen Ruhe nochmal reden. Danke dir. Gehen wir zu Rico über. Rico, ich frage einfach, wie stolz bist du auf deine Jungs? Ja, Dankeschön, guten Abend zusammen. Ein riesiges Lob auf Ravensburg. Danny und Vide hat niemals aufgehört. 3-1 in die Serie. Haben die super zu Hause gespielt und hatten die wirklich, wie Danny gesagt, das beste Auswärtsspiel geliefert heute. Wir haben am 1-0 ein paar Big Saves gemacht von Marcus, dass wir die 2-0 verhindert hatten, weil das konnte auch tödlich sein. Aber solange das Spiel 1-0 war, habe ich immer die Glaubigkeit, glaube ich, man sagt es, dass wir würden im Spiel kommen. Und so war die Fall. Wir haben die 1-1 geschossen und dann, wir wissen, wie stark das Mannschaft ist im letzten Drittel, und das haben wir im letzten Drittel das Spiel gewonnen. Sicherlich hat die Disziplin viel zu tun mit diesem Spiel. Wir waren nicht in die Strafbanker, auch die Gegner waren diszipliniert, und beiden Mannschaften hat die Chance, das Spiel zu entscheiden auf dem Eis, nicht in die Strafbanker. Es ist ein riesiger Erfolg für diesen Club, für die Familie Kim, Joe Gibbs, für die Spieler, für die Trainerstab, für die Fans und für die Sponsoren. Es ist ein riesiger Erfolg. Keiner konnte sich das vorstellen für 20 Monate, wenn diesen Club hat angefangen, wenn die Joe Gibbs und die Familie Kim hat das angefangen, konnte keiner das vorstellen, dass wir würden in unser zweites Jahr im Finale kommen. Wir sind riesig stolz auf das. You know what? Das sind so viele Emotionen im Moment, dass ich konnte stundenlang reden. Aber das braucht kein Mensch. So, ich freue mich riesig für diese Organisation und die Boys in the dressing room. Und wir würden jetzt das genießen, sicherlich ein oder zwei Tags genießen, und dann wir werden wieder auf unsere nächste Aufgabe konzentrieren. Dankeschön. Danke dir, Rico. Rico, trotzdem vielleicht noch mal kurz auf das Spiel bezogen. Ich glaube,
Das war ja unglaublich spannend. 1-0 hinten gelegen, Markus Keller pariert ein Penalty, ein nicht gegebenes Tor auf Kasseler Seite. Ob es jetzt zurecht war oder nicht, lassen wir völlig dahingestellt. Ist wahrscheinlich für jeden schwer zu erkennen, auch für mich, ist auch, ich habe es nicht gesehen. Wie wichtig ist das dann, dass dann ausgerechnet auch noch die, sagen wir, die dritte Reihe, die viel rackert, aber nicht unbedingt jedes Mal das Tor trifft, dann diesen wichtigen Ausgleich macht zum 1-1, 5 Sekunden vor Drittelende? Ja, das war immer ein Ziel von Joe und ich, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen, das hat Tiefnis und dass wir keine Spieler ersetzen, wenn einer verletzt ist, wie jetzt mit Eric, Stefan und dann mit Lenny Paulisch und dann bringen wir die nächste rein. Und das war immer eine Kritik von den Leuten, dass die Rico wechselt sein Reihen zu viel. Jetzt siehst du, wie wichtig das ist, dass jeder kann mit jedem spielen. Weißt du, weil wir wissen nicht, was kommt auf uns. Wir müssen das vorbereiten. Das ist ein, it's not a sprint, it's a marathon. Und wir sind uns vorbereitet. Wir versuchen als Trainers die Mannschaft zu vorbereiten von Wochenende zu Wochenende, aber auch für die Endspurt. Und du siehst es, dass jetzt ein Paulus ist weg, ein Michi Chris kommt rein. Eric Stefan ist verletzt und die Sven Valenti, das hat wenig Eiszeit bekommen in die Playoffs, der steht direkt drin und spielt wie er hat kein Spiel vergessen oder verloren. Das ist sehr wichtig für uns. Und, du hast gesehen heute, dass wir haben auch einen Reihenwechsel gemacht, die Adriano Carciola hat an Reihe mit Tim und McQueen und die Jensi hat auf die dritte Reihe gehen und hat ein Tor geschossen. So, die Mannschaft ist zusammen, die kennen einander, die kennen die Taktik, die kennen, was jeder erwartet auf dem und die haben sehr gut reagiert auf das. Und danke dir, Rico. Rico, du hast gerade gesagt, Marathon. Das machen wir auch eine kleine Marathon-Pressekonferenz zum Abschluss dieser Serie. Marathon können wir auch nehmen als Stichwort. Es gibt eine letzte Etappe und das ist Bietigheim. Wie wird diese Serie? Das habe ich auch zu der Presse gesagt. Ich rede überhaupt nicht über Bietigheim. Ich freue mich nur auf diesen Sieg und die Einzug im Finale. Das können die Leute mehr in den Lauf der Woche fragen. Im Moment, I'm just gonna enjoy this. Gut, wunderbar. Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Das sieht mir gerade nicht so aus. Dann gibt doch eine oder auch nicht. Gut, dann gibt es keine Fragen von der Presse. Also, ein weiteres Partie haben wir noch. Heilbronn gegen den ESV Kaufbeuren in den Playdown, Spiel 6. Da stand es kurz vor Ende, 3-2. Bleibt es dabei, wird es Sonntag ein Spiel 7 dort geben. Danny, dir und deiner Mannschaft nochmal danke für diese tolle Serie. Ich glaube, das war Werbung für die DEL2 und für den Eishockeysport. Eine gute Heimfahrt. Wir sehen uns demnächst wieder in der neuen Saison. Und natürlich eine wichtige Sache darf ich jetzt natürlich nicht vergessen, denn der Kartenvorverkauf für das Finale, der hat schon begonnen. Das erste Heimspiel der Huskies nächste Woche Sonntag wird dann um 17 Uhr sein gegen die Bietigheim Steelers. Karten gibt es also ab sofort für die Leute im VIP-Raum oder in der Champions Bar unten im Fanshop oder natürlich auch im Internet oder an anderen weiteren Vorverkaufsstellen. Wir sehen uns kommende Woche wieder, nächste Woche Sonntag. Freitag steht das Auswärtsspiel in Bietigheim an. Bis dann.